Andrea, du fotografierst Leute auf der Straße. Erzähl mal von deiner Arbeit. Ich habe Anfang Februar, März angefangen mit dem Streetstyle-Blog. Der heisst Chic in Zürich. Und ja, das ist jetzt das, was ich mache. Ich gehe so ein, zweimal in der Woche auf die Straße und fotografiere wildfremde Menschen in Zürich. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Das macht nicht jeder in der Freizeit. Genau, also ich gehe selber sehr gerne auf Blogs und international gibt es ein paar Streetstyle-Blogger und ich finde das eigentlich noch cool. Ich finde es noch lässig, Leute auf der Straße, fremde Leute, nicht immer so die abgedruckten Magazingeschichten, wo ja eh alles vorgeplant ist, sondern spontan und auf Leute zugehen. Das finde ich noch cool. Und braucht man da eine gewisse Überwindung, oder, also, dass man da auch die Leute kann ansprechen und dann noch ein Foto von ihnen machen? Es braucht auf jeden Fall Überwindung, vor allem am Anfang. So ab 100 Leuten ist dann einigermaßen gegangen, aber so am Anfang einfach auf einen fremden Menschen zugehen und «Hallo, ich mache Streetstyle, wie läuft das jetzt?» braucht schon Überwindung. Erzähl mal von deinem lustigsten Mensch, den du fotografiert hast. Gibt es da eine Art Beziehung zu den Leuten? Ja, mit der Zeit, die einen, die man dann auch wieder sieht auf der Straße, dann schon so eine gewisse Beziehung, zum Beispiel mit einer Frau, die hat immer total ausgeflippte Hüte da. Die habe ich ja schon mehrmals fotografiert, eine ältere Frau, und die hat auch immer Freude, wenn ich sie sehe. Aber der lustigste bis jetzt ist mir am Viadukt über den Weg gelaufen. Dem musste ich wirklich hinten anrennen, der hat mich dann nicht gehört, keinen Kopfhörer gehabt. Und ich bin wirklich gejoggt und habe ihm dann auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, hallo, ich Streetstyle. Und er hat mich dann gerade küssen, weil er mich verwechselt und gemeint, ich sehe irgendeine Kollegin oder Freundin von ihm. Und das war eine spezielle Situation. Aber ich habe am Schluss sein Foto trotzdem bekommen. Und daraus ist eine langjährige Beziehung entstanden? Nein, leider nicht. Die hat dann sehr schnell geändert mit dem Foto. Da in Zürich West fotografierst du auch. Gibt es da einen Kreis Zürich in Kreisen, wo du irgendwie findest, da hat es die Leute, die besser angezogen sind oder hipper? Oder ist das unterschiedlich? Das würde ich nicht mal sagen. Es ist recht unterschiedlich und manchmal auch überraschend, wo die Leute wirklich gut angelegt rumlaufen. Weil wenn jemand gut angelegt ist, das hat mir eine Frau mal erklärt, die hat gesagt, weißt, du ziehst dich immer für dich selber an. Logisch sehen dich dann die anderen Leute, aber es kommt auf dich selber an, wie du dich gibst, wie du rumlaufst. Und da kommt es dann nicht darauf an, in welchem Kreis du bist, sondern da geht es um den Menschen. Und die muss man suchen und die, würde ich sagen, findet man in ganz Zürich. Du fotografierst aber auch hier in Zürich West. Wo fotografierst du am liebsten? Was ist deine Lieblingskulisse? Also ich laufe natürlich am liebsten im Viadukt entlang mit den schönen Steinbögen und den kleinen Läden. Das finde ich halt spannend. Und immer, wenn jemand wieder aus einem Laden rauskommt, dann kann man wieder hinten anrennen und schauen, wer es ist. Über die Läden, du willst ja selber, oder? Wahrscheinlich gut angezogen sein. Was ist dein Lieblingsladen da? Da am Viadukt? Ja. Ich gehe im Fall jeden rein. Weil jedem hat so kleine spezielle Sachen. Ich habe nicht so wirklich einen Lieblingsladen. Meistens ist es genau in dem Laden, wo man nicht denkt, dass man etwas findet, wo man dann die kleinen Schatzstücke nicht sucht, aber dann trotzdem findet. Hast du noch einen Tipp für Leute, die finden, sie sehen nicht gut aus oder wollen sich ein bisschen besser anlegen? Auf was muss man achten und wo kann man dann das Zeug kaufen, wenn man nicht gerade super viel Geld ausgeben will? Das waren jetzt gerade viele Fragen. Also, mir hat es jetzt nur schon viel gebracht, wenn du einfach mal auf die Straße gehst und rumläufst und mal nur darauf schaust, hey, was haben die Leute eigentlich an und was gefällt mir an den anderen Leuten. Wie wirken die, wenn die jetzt ein Kleid anhaben oder hohe Schuhe, was macht das aus? Und was stimmt für mich und was will ich übernehmen? Und dann kann man sicher mal in die günstigen Läden schauen, ob man etwas findet, das zu einem passt. Oder halt auch mal in etwas investieren, das man dann über längere Zeit anlegt. Dann lasse ich dich wieder Leute fotografieren und danke dir. Danke vielmals.